Honigbienen sind die wichtigsten Bestäuber. Sie bestäuben fast 100 Pflanzen. So üben sie den fruchtbarsten Job der Welt aus. Aber ohne sie wird das Leben, so wie wir es kennen, enden. Bienen sind bedroht. In den letzten Jahren sind Millionen von Bienenvölkern auf der ganzen Welt verloren gegangen. Ihren natürlichen Feinden wie Bären oder Parasiten müssen die Bienen mit neuen Gefahren zurechtkommen. Pestizide, wenig Nahrung und Viren schwächen unsere natürlichen Bestäuber. Also hört mal unsere Geschichte über die Heldenbiene. Um zu erfahren, dass sogar das kleinste Leben zählt und zum Wandel beitragen kann. Hallo YouTube. Und willkommen. Mein Name ist Haskerson oder auch Roland. Ich bin eigentlich Horror-Game-Streamer auf Twitch oder mache auch Content hier auf YouTube, aber eher so in dem Bereich, ja, Horror, Jumpscare, Geister, Zombies, dem Segment. Und ich persönlich habe mich jetzt beim Imkerverein angemeldet. Und beschäftige mich gerade intensiver mit Bienen, und wenn ich schon Gamer bin, macht es hochgradig Sinn für mich, ja, Bee Simulator zu spielen. Und wenn ich das schon spiele, kann ich es auch mit euch teilen. Ich habe das vor ein paar Wochen meine Tochter mal ausspielen, probieren lassen. Die ist mittlerweile ja noch keine 10, also so 8 ist sie, ja. Und damals war sie, glaube ich, noch 7. Ist aber egal. Auf jeden Fall, ich habe kurz reingeguckt und fand das mega süß, ja. Ich würde das gerne euch zeigen und muss gucken, dass ich jetzt hier, der Spielstand ist das, nicht ihren Spielstand nehme. So, wir nehmen einen Branka Göln, da stand 0%, den löschen wir wieder. Schwer, einfach. Ist jetzt die Frage, an wen richtet sich dieser Inhalt, ne? Also, ich möchte eigentlich ja nicht, dass es hardcore schwer ist, sondern euch zeigen, vielleicht erfahren wir auch ein bisschen mehr über die Bienen. Ich will nicht sagen, dass wir einen Bildungsauftrag haben, aber warum nicht mehr erfahren über das Leben der Bienen? Vielleicht machen wir dann einfach und nicht schwer. Ich glaube aber, das lässt sich auch während des Spiels einfach nochmal umstellen. Ja? Und bin gespannt. Lass uns summen. Los geht's. Spielen, geteilter Bildschirm. Was auch immer geteilter Bildschirm ist. Wie man Bienen hilft, auch cool. Kann ich mir vorstellen, dass es da ein bisschen Inhalte gibt, wie wir als normalsterbliche Personen halt den Bienen helfen können. Extras, Einstellungen. Kurz reingucken. Ah, siehst du, hier kannst du umstellen. Okay, das ist super. Das sieht soweit ganz gut aus. Ton, glaube ich, auch ist ganz gut. Yes! Extrem! Let's go! Spielen. Moderne Bienen gibt es seit langer Zeit. Wir sind eine kleine Larve. Wir überspringen hier gar nichts. Gott, wie süß! Wach auf! Noch ganz benommen.
Hallo, du. Hallo. Mein süßer Bienenstock. Ich bin endlich da. Wir sind eine Familie. Lerne dich zu bewegen. Oh, Nachwuchs. Hallo, Kleines. Hallo, Alice. Wie ist unser Name? Biscuit? Nein. Sabine? Nein, das ist zu naheliegend. Auf jeden Fall weiblich, ne? Oder bin ich eine Drohne? Ich glaube nicht. Wir sind mit Sicherheit eine Honigbiene. Wir nennen uns Rose. Oder Narzisse? Nein. Haskar Dottir. Oder Dottir. So. Ich glaube nicht, dass das relevant ist. Großartig. Nun das Wichtigste zuerst. Ja. Lass uns dich das Fliegen einer Biene lehren. Oh ja, bitte. Was muss ich tun? Na los, lasst uns die Flügel in Bewegung setzen. WSD. Rauf, runter, Helikopter, E und Q, okay. Noch rückblicken mit der Maus. Okay, wir haben einen Rückwärtsgang. B, S, D, A, E, Q, Q, Q. Ich bin doch schon Q. Wow, das war schon mal was. Ui. Jetzt geh in den Konstruktionsraum. Okay, wir müssen also das Tutorial durchmachen. Die goldenen Markierungen, sie zeigen immer den Weg an. Die goldenen Markierungen? Hallo? Goldene Markierung. Okay, das sieht gut aus. Ja. Ja, okay. Goldene Markierung. Ich glaube, wir müssen hier durch. Da ist eine goldene Markierung. Gibt es auch ein Turbo? Turbo, kleine Biene. Wir haben einen besonderen Ort, an dem du lernen kannst, wie man eine Biene wird. Flieg einfach durch diesen Spalt. Wo ist der Spalt? Puff! Auf einmal war alles weg. Lass uns ein bisschen umgucken. Sind wir in einem Baum? Sieht ein bisschen danach aus, ne? Sind das Baumpilze? Das ist grün. Ich will nicht wissen, was das ist. Spinnen leben hier scheinbar auch. Hui! Hui! Ich bin eine Biene! Ich bin hier, um zu bestäuben. Ach, cool. Ja, let's go! Die Königin kann bis zu 2500 Eier pro Tag legen! Ja, rechnet das mal aus, ey. Flieg, kleine Biene! Oh, Libelle! Hi! Ui. Kann ich ins Wasser gehen? Nee. Wäre auch ungesund für die Biene. Finde Alice. Hallo? Ah! Oh! Ich kann mit meinem Hinterteil wackeln. Ich glaube, das ist eine stechende Biene. Und rauf, runter. Oh. Mit der Maus kann man also auch ziemlich gut steuern. Okay, gut. Hallo, Alice. Okay. Um eine echte Biene zu werden, musst du lernen, Pollen zu sammeln. Ja, das macht hochgradig Sinn. Wenn ich eine Honigbiene bin. Okay, sagen wir Pollen. Fliege durch die Blumen mit den goldenen Kugeln, um Pollen zu sammeln. Wenn der Honigtopf in der linken unteren Ecke voll ist, müssen die Pollen in den Bienenstock eingebracht werden. Also das ist, ich glaube, da, wo die Blume ist. So ganz da auf der Seite. Da hin. Okay. Gut. Hui. Oh. Oh, die Musik ist so cool.
keinen Seerosen. Ah, okay, das füllt sich tatsächlich auf der linken Seite. Ah, und rechts sehen wir nochmal Hyperantrieb. Ich habe Hyperantrieb gelesen. Wie mache ich Hyperantrieb? 10 von 20. Auf Shift. Ich habe das Gefühl. Flower Power. Whee! Ja, auf Shift geben wir Vollgas. Hallo? Ah, da unten. Bong. Ich erinnere mich, dass es sowas wie eine Bienensicht gibt. Aber vielleicht wird das gleich noch erklärt. Ein Frosch! Frösche! Mistkäfer? Bist du ein Mistkäfer? Okay. Fokus. Kleine Biene, Fokus. Folge den goldenen Markierungen und übernimm die neue Mission von Alice. Alice! Ich habe Bienenzeugs gemacht. Die Welt ist voller verschiedener Blumen, die unsere Augen in verschiedenen Farben sehen. Ja! Okay. Gewöhnliche Blumen sind weiß, ungewöhnliche sind grün, seltene gelb, epische Blumen sind rot. Rot. Okay. Manchmal findet man eine violette, die legendäre Blume. Kannst du mir jetzt 4 epische Blumen besorgen? Episch? Episch? Ja, Roland, hättest du jetzt mal aufgepasst, ne? Ah, da ist die Bienensicht. Um die Blumenqualität zu bestimmen, weiße Blumen sind gewöhnliche, grün. Okay. Gewöhnliche grün, ungewöhnliche gelb, selten rund, episch violett. Okay. Also weiß. Weiß, grün, gelb, rot, violett. Bienen sich aktivieren mit 1. Okay. Das war nicht 1. Das war 1. So, und wir brauchen. War das rot? Hat sie gesagt? Oder violett? Ne, rot. Rot, rot, rot. Das blinkt aber komisch da oben. Einfach mal mehr sammeln, schadet nicht. Alice! Bisher ist es nicht schwer. Und jetzt bist du voller rote Beete. Yeah! Wir benutzen rote Beete als Power-Up, um schneller zu fliegen. Probier es aus. Du wirst dich wie eine Rakete fühlen. Piu! Ja? Ah, das war Shift, genau. Rote Beete. Geil. Ja. Hui! Das habe ich eben schon instinktiv gemacht, weil das bei den meisten Spielen. Ui! Ja, auch einfach so ist, ne? Hui! Boah! Bruchpilot! Oh! Wir haben. Habt ihr gesehen? Wir waren zu nah am Bienenstock dran. Und haben scheinbar unsere Pollen abgegeben. Wir sind nämlich wieder leer. Links unten. Also alles, was wir gesammelt haben, ist weg. Hui. Da war ein Grashüpfer. Hui. Alice, ich habe meinen Job getan. Wahnsinn. Wahnsinn. Schnell. Yo. Okay, eine letzte Sache. Eine richtige Biene weiß, wie man den gesammelten Pollen absetzt. Ja. Ich befürchte, das habe ich gerade getan. Finde die goldene Markierung. Ja, erstmal machen wir uns wieder voll, ne? Wir wollen ja nicht mit halb leeren Händen da ankommen. Wir wollen doch eine fleißige Biene sein. Hui! Hui. So. Jetzt. Mit die nehmen wir noch mit. Genau, Pollen zurückbringen. Du wirst deinen Pollen automatisch fallen lassen, wenn du dich in der Nähe der Sechseckwand, okay, befindest. Du kannst deine Pollen sammeln, solange dein Honigtopf voll ist.
Ja, logisch. Ja, genau. Und dann haben wir eben auch Punkte bekommen. Yes. Gut. Oh. Gut. Sprich mit Alice. Alice. Miss Alice. Hi. Fantastisch. So nehme ich. Jetzt soweit. Folge dem Tunnel, um zum Bienenstock zurückzukehren. Ja. Okay, Tunnel. Bienenstock. Erstmal Pollen mitnehmen. Da. Ah, das war quasi so eine Zweigstelle des Bienenstocks. Okay. Arbeiterinnenbienen, die außerhalb des Bienenstockes eingesetzt werden. Sie fliegen 7 bis 15 Mal am Tag. Jeder Flug dauert 25 bis 45 Minuten. Ich kenne alle Grundlagen. Ich bin bereit, meine neuen Aufgaben zu beginnen. Okay. Na dann. Zuerst sollte ich Mama... Also, du musst sehr motiviert sein, was die Arbeit angeht. Gut, ich bin motiviert. Das bin ich, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. So nämlich. Es gibt viele verschiedene Jobs im Bienenstock. Spurbienen, Wachen, Pflegerinnen. Aber die meisten von uns sind Honigbienen, so wie ich. So wie du. Gut. Ja. Wow. Ich darf meinen Job selbst auswählen? Yeah, mal gucken. Hab ich das weggedrückt? Hab ich das weggedrückt? Triff dich mit der Bienenkönigin. Okay. Ich wollte das nicht wegdrücken. Hab ich jetzt schon einen Job gewählt? Ich hoffe nicht. Die Bienenkönigin! Sie ist ganz schüchtern. Hallo? Warum näherst du dich unserer Königin? Ich brauche einen Job. Still, meine Wachen. Lasst mein jüngstes Kind sich mir nähern. Damaris. So, genau. Das machst du jeden Tag 2500 Mal. Kleines, du bist jetzt eine Honigbiene. Ja. Flieg in die Welt hinaus. Sammle Pollen für den Bienenstock. Okay. Ich glaube, wir haben tatsächlich den Job gewählt. Honigbiene wollte ich eh machen, von daher ist es unkritisch. Hui! Das war leider ein bisschen unspektakulär, muss ich sagen. Ich hätte jetzt wenigstens irgendwann hier nochmal sowas wie eine Wahlmöglichkeit vor der Königin, eine Vereidigung, irgendwas in der Art, ja. Irgendwas Spektakuläres erwartet. Ein Hirsch, natürlich. Soll das den Central Park darstellen? Flap, flap, ein Schmetterling, eine Libelle. Dididim. Okay. Das sind Fliegen! Okay. Wir sind verwirrt. Hoppla! Apropos Verkehr. Ich muss vorsichtiger sein. So. Lasst uns ein bisschen Pollen sammeln. Ja. Lass uns produktiv sein. So. Oh, raus! Wir können rausfliegen! Nice! Das geht nicht auf Zeit, oder? Geil! Das Paarungsverhalten geschlechtsreich war Großstädter.
Wir sind voll, oder? Verwendete Bienensicht. Okay. Aber da macht das gar nicht mehr Pling. Oh ja. Yeah. Dancing Bee. Aha. Mhm. Woo. Didi. Okay. Während ihr Spaß habt. Ah, verwende Bienensicht, sammle 4 seltene Pollen. Selten. War selten gelb oder war selten grün? Nee, gelb. Okay. Ich fürchte, wir müssen gleich schon wieder zurück, weil wir voll sind. Du bist gelb. Gelb. Auch mehr. Mehr Pollen! Wir brauchen noch einen gelben. Wieso haben wir nichts mehr? Das ist alles weiß. Guck mal hier, was haben wir hier? Ein Hund! Ui. Das sind grüne. Was ist das hier? Ein Chefhund. Okay. Fokus. Wir brauchen noch eine gelbe. Was ist das? Ich hätte aber eher gesagt, das ist so süßlich, ne? Wenn ich eine Wespe wäre, würde ich da so drauf abgehen. Aber als Biene? Ich interessiere mich doch nur für den guten Stoff, für den Nektar. Ein Wind. Hui. Na komm, eine gelbe brauchen wir noch. Kleines Bienchen. Seltene Polle. Ich habe auch kein Turbo mehr. Das ist ein bisschen belastend. Scheint auch nichts mehr aufzunehmen gerade. Da ist was Gelbes. Let's go! Oh, da drüben ist eine Biene. Und sie sieht nicht gut aus. Eine Biene! Ich sollte nachsehen, ob ich ihr helfen kann. Eine bedrückte Biene. Hi! Hallo, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe, um in den Bienenstock zurückzukehren? Wir sind eine freundliche Biene von nebenan. Ich fühle mich nicht besonders gut. Alles dreht sich. Hast du zu stark ins Methorn geguckt? Folge der anderen Biene. Versuche, die farbigen Ringe nicht zu verpassen. Achte unterwegs auf Hindernisse und Power-Ups. Warte. Wo bist du? Wo bist du? Ah, hier. Ah, da. Hey, komm zurück. Ah, und das sind Power-Ups. Was geschieht mit dir? Was ist mit dir? Kleines Bienchen. Halt, langsam. So. Angst. Ja. Ui. Ich bin mir ziemlich sicher, durch ein Spinnennetz sollten wir nicht fliegen. Ich fühle mich wirklich komisch. Mein Bienenstock. Wo ist mein Bienenstock? Sie ist verwirrt. Sie braucht unsere Hilfe. Hui. Oder sag, ich sehe nichts mehr.
Das gute, frische Obst. Biene, was los? Wow. Eine Wespe. Ich hab so viel Pollen. Ja. Du neugierige kleine Biene. Ja. Oh ja. Oh ja. Ui. Wir können kämpfen. Okay. Links ist blocken. Okay. Okay, also wenn die Anzeige in blau ist, blocke, wenn sie in rot ist, attackiere. Links blocken. Ja, keine Ahnung. Let's go. Also. Perfekt. Bam. Verschwinde. Letzter Kampf. Tschu, 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 tschu. Finish him. Sieg. Okay. Wir haben uns behauptet gegenüber der Wespe. Das ist für mich. Aber warte einfach ab. Okay. Ich bezeuge die Bienen, nach Hause zu kommen. Kannst du rauskommen? Ja. Du kannst nach Hause gehen. Ja, komm mit mir. Ich erinnere mich jetzt. Das ist gut. Ich habe ein Stück von einem faulen Apfel gegessen. So nämlich. Er schmeckte wirklich komisch. Oh, mir ist so schlecht. Er war gegoren. Keine Sorge. Sie werden dir helfen zurück im Bienenstock. Ja. Schließlich sind wir eine Familie. So nämlich. Danke. Süßigkeiten. Menschen lassen viel Essen herumliegen und dann gibt es auch noch Obst. Du kannst Bienenkraft Energie gewinnen, indem du sie anknabberst. Suche essbare Snacks mit der Bienensicht, um einen Snack zu essen. Setz dich drauf, indem du vertikal mit Q und E steuerst. Aber wie so ein Helikopter. Okay. Ja. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Wir sind nämlich auch voll mit Pollen. Da. Hui. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von. Warte mal, wenn ich jetzt hier so runter, rauf, runter. Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Kannst du jetzt knabbern? Naja. Los geht's. Kann ich sie kaputt machen? Oh! Ja, ich kann die kaputt machen! Let's go! Ja! Von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Ja, ist okay, okay, okay. Wo ist der Bienenstock? Da hinten. Das sind auch Melo-Ballons! Nein, Herz machen wir nicht kaputt. Nein, wir haben ein Herz für Bienen. Ui. Ein Häschen. Gott, wie süß. Ein kleines Häschen. So. Gibt's hier irgendwie... Geht das auch in schnell? Wir haben keinen... Ja, wir können halt kein Power-Up mehr machen. Weil wir keine Pollen mehr aufsammeln können. Mit anderen Worten, wir können unseren Turbo nicht aufladen. Was machen die Menschen da? Das ist eine Kettensäge. Sie waren noch nie so nah. Ja. Was wollen sie mit unserem Baum? Kehre in den Bienenstock zurück, wenn du zum Bienenstock zurückkehrst möchtest. Folge seinem Symbol auf dem Kompass. Ja, gut.
Haben wir getan. Sollen wir den jetzt stechen? Nee. Also, wenn eine Biene sticht, ich habe so viel Pollen. Dann geht sie drauf. Das wollen wir ja nicht. Sammle, muss ich das hier zurück in den Bienenstock bringen. Ja. Aber im Bienenstock ist gerade Panik. Oder? Oder auch nicht? Hoi. Bist du die Königin? Die Menschen versuchen, unseren Baum zu zerstören. Sie haben vorerst aufgegeben, aber bald werden sie zurückkommen, um uns unser Zuhause wegzunehmen. So nämlich. Ja, jetzt müssen wir. Jetzt wäre gut zu wissen, was wir sind, ne? Aber ich glaube, wir sind einfach nur eine Honigbiene. Also gar nicht Spurbienen. Okay. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. So. Und wir haben der guten kleinen Biene geholfen. Zurück in den Bienenstock zu bringen. So, Kompass. Auf dem Kompass findest du immer die Symbole über den Bienenstock. Okay. Und den Standort einer Aufgabe. Symbole für Herausforderungen sind nur dann sichtbar, wenn sie sich in deiner Nähe befinden. Okay. Zurück an die Arbeit. Wir brauchen noch mehr epischen Pollen für den Winter. Wir haben Wissenspunkte. Können wir mit diesen Wissenspunkten irgendwas tun? Es kann an der Zeit sein, unsere Bibliothek zu besuchen. Oh. Eine Bibliothek. Eine Bibliothek? Eine Bibliothek. Da sehe ich uns. Wir brauchen mehr Wissen. Eine Bibliothek der Bienen. Sensationelle Vorstellung. Meisterleistung. Du findest deine vollbrachten Meisterleistungen im Spielmodus und in der Bibliothek des Bienenstocks. Abgeschlossene und fortgeschrittene Meisterleistungen geben dir Wissenspunkte. Ja, die haben wir eben gekriegt, ne? Okay. Ja, es gibt viele Orte mit gutem Pollen. Ich sollte rausgehen und sie mir ansehen. Ja. Flieger draußen, um einen guten Pollen zu suchen. Ja gut, aber deshalb brauchen wir jetzt nicht zur Bibliothek kommen. Ui. Gibt es so ein Skillsystem? Boah, wie sensationell wird das denn bitte? Aber jetzt hier auf Tab passiert nichts. Steuerung Alt passiert auch nichts. MN passiert auch nichts. P, ne. I auch nicht. Eskappe auch nicht. Okay, let's go. Weswegen sind wir jetzt hier hingegangen? Gut. Wir müssen wohl wieder nach draußen. Arbeit, Arbeit. Wir sind schließlich eine fleißige Biene. Ach Gott, ist das süß. Honeymoon, Flitterwochen, stammt von einem alten Hey, ich hab dich in der Bibliothek gesehen. Hey, Jamie. Oder Jamie, grüß dich. Ja, bitte. Erhalte mehr Informationen. Guck mal, wie viele Bienen hier rumschwirren. Okay. Ja, erzähl mir alles. Du hast nach epischem Pollen gesucht. So. Ja? Ja. Du solltest es mal im Zoo versuchen. Mhm. Es gibt dort eine nette Dame mit tollen Blumen. Ich will tanzen, um dir den Weg dorthin zu zeigen. Ja,
Also Bienen tanzen, um halt Wege zu kommunizieren. Video korrekt alle Schritte deines Tanzpartners nach WSAD. Okay. Rechts um links. Rechts um links. Unten. Wie geil! Ich fliege sofort in den Zoo. Ja! Möge der Pollen mit dir sein. Möge der Pollen mit dir sein! Okay. Erhalten Sie Wissen, indem du die Herausforderung bewältigst. Ihre Markierungen sind je nach Typ verschieden gefärbt. Blau rennen, rosa Tanz, rot Kampf, orange Stich den Rüpel, grün sammeln von Pollen. Wir machen natürlich alles. Was ist los? Ah, der Kompass, guck mal. Ganz oben, über den Bienen, ja. Ganz, ganz oben. Sind Schmetterlinge, ein Korb. Ja, wir fliegen. Besuche den Zoo. Was passiert, wenn ich in der Bienenfliege nicht so kann? Oh. Wir sind langsam. Sehr langsam. Hi. Ich bin eine Biene. Ich suche Nektar. Ich möchte Blumen bestäuben. So, wir brauchen Power-Ups. Hui. Oh, warte. Okay, hoch, zack, los geht's. Möchtest du dich in einem Kampf Herausforderung stellen? Ey, ja sehr. Nun, eine kleine Biene, überrascht uns zu sehen. Ja, schon so ein bisschen. Wespen, so nah am Bienenstock? Ihr seid hier nicht willkommen. So richtig, das ist richtig, kleine Biene. Aber ganz kurz, ich habe das Gefühl, dass die Musik sehr laut ist. Ton. Wir machen die Musik mal ein bisschen leiser. Okay, zurück. Weiter. 3, 2, 1. Kampf! Zack, zack. Ist das Wespe 1 von 2? Also ganz oben? Oder ist das die erste Runde von 2 Runden? Hm. Powerschlag! Noch einmal und dann ist sie down. Zack. Zack. Ah. Okay, eine von 2 Wespen. Nächste Runde. Okay, also wir werden versuchen, die Kämpfen ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ich meine, die sind ganz lustig, ja. Sind auch ganz nett gemacht. Aber wir wollen natürlich... Wir sind keine Kampfbienen, wir sind Honigbienen. Und ich finde die Kämpfe jetzt ganz lustig gemacht, aber jetzt nicht besonders spektakulär. Zack, zack, zack. So. Schau, Wespe. Haben wir... Wir hatten doch eben noch 100, ne? Jetzt haben wir 125 Lebensenergie. Kann das sein? Gewonnen für dieses Mal. Warte einfach ab.
Ah, wütende Biene. Meisterleistung aktualisiert. Ich werde das nicht tun. Hallo Hühner. Binky, die. So ja, ich besuche den Zoo. Wir brauchen mehr Blumen. Da. Ah, Glossar. Informieren über Tiere und Pflanzen findest du im Glossar. Wenn du dich auf etwas Neues stößt, werden die entsprechenden Einträge hinzugefügt. Wie öffne ich das Glossar? Hühner. Schreckliche, furchterregende Dinger. Wie kannst du sowas sagen? Wie wir. Aber ihre Larven essen keinen Honig. Sie essen Bienen. Ah, zugegeben. Das fände ich auch nicht cool. Aber wie öffne ich das Glossar? Mit G? Nö. Schnelle Reise. Hm. Arbeitet man hier mit Wegpunkten? So, wir fliegen jetzt erstmal wieder. Sollten wir auch nicht irgendwas Episches suchen? Nashörner. Oh, das sind aber große Tiere. Sag, ob ich da durch die Haut durchkomme? Lag, sollte ich jetzt in der Nähe sein. Ich habe ein weißes Nashorn. Kann ich ein Zebra stechen? Zebra im Glossar freigeschaltet. Okay. Archiv. Ah, im Archiv soll das sein. Da hinten sind... Ja, Flusspferde. Whee! Hoi! Achso, dich habe ich jetzt nicht freigeschaltet, oder was? Der hat sich einfach weggehauen. Okay. Die mögen mich nicht. Ah, der Ton! Super lustig. Okay. Aber wie macht man das? Warte, Glossar? Nee. Nö. Ich drück mal irgendwelche wilden Tasten. Nö, ich weiß nicht, wo das Archiv ist. Ich will auch nur wissen, wo das Archiv ist. Flieg schnell, meine Biene. Das ist ein Vogel. Vielleicht kann ich den auch anstupsen. Lerne ich etwas über Vögeln? Nein. Doch. Kolkrabe. Okay. Was war grün nochmal? Ich versuche gerade mal meinen Booster wieder aufzuladen. Deshalb sammle ich gerade wie blöde. So, möchtest du dich in der Sammelherausforderung stellen? Ja, sicher. Sammle 4 gewöhnliche Pollen. Gewöhnlich ist weiß gewesen, ne? Ja, genau. Bum, bum, bum. Gut. Das war jetzt nicht so schwer. Hui. Was für ein schöner Ort. In der Tat. So viele Tiere und Menschen. Ja. Aber ich muss mich konzentrieren und die Blumenfrau finden. Bist du eine Blumenfrau? Ja, ich habe dich gesehen. Irgendeine Blumen in ihrem Korb. Suche nach ihr. Ich kann einige sehr seltene Blumen riechen. Ja, ich auch. Komm her. Die Blumenfrau muss in der Nähe sein. Hallo! Ja, ich bin doch hier. Ja, was soll ich denn tun?
Was soll ich denn noch machen? Hallo! Ich nehme mal einen Lauf. Hi. Hi. Ich sehe doch die Blumen. Jetzt hängt er mir die Blumen ab. Mann! Gib mir die Blumen. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Ach so. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Ich muss einfach nur in der Nähe sein hier, was? Okay. Wir versuchen mal schnelle Reise. Baumhaus, Picknick. Teleportieren. Oh, teleportieren ist noch etwas ein, was wir gut machen können, oder? Ah, so. Die Flügel der Honigbiene schlagen unglaublich schnell. Definiere unglaublich. Nee, hier. So. Weg damit. Die Flügel der Honigbienen schlagen unglaublich schnell, etwa 200 Mal in der Sekunde. Und so entsprechend hier. 200 Mal in der Sekunde? Das ist wirklich schnell. Nein, ich muss wieder zurück zur Pollenfrau. Wieso habe ich keinen W-Punkt wie Zoo? Das ist nicht gut. Zoo. Der Zoo war, glaube ich, hier rüber, ne? Gib mal Gas, Junge. Was war lila? Eine Tanzheraus. Yes. Worauf wartest du noch? Ein Dance Battle. Let's go. Du kannst ihn in den Bienenstock bringen. Bin ich nicht? Ach so, sie schon. Ich weiß, aber es gibt eine herrliche Blume in der Nähe. Mhm. Kannst du davon Pollen sammeln? Ja klar. Natürlich. Ich werde das für dich tun. Sag mir wo. Untenrum. Untenrum. Untenrum, rechtsrum. Unten, rechts, links. Jetzt kennst du den Weg. Okay. Viel Glück. Danke. Da nicht? Doch da. Ach, und die konnte ich jetzt wieder nicht einsammeln. Ich ist nicht so cool. Nimm. Blumenfrau. Die Blumenfrau hat immer die legendären Blumen in ihrem Korb. Suche nach ihr. Ich habe eine schöne Blume im Glossar freigeschaltet. Archiv überspringen. Ich will Archiv nicht überprüfen. Ja, wie überprüfe ich das Archiv? Ich frage für einen Freund. Wie? Ich kann einige sehr seltene Blumen riechen. Ja. Die Blumenfrau muss in der Nähe sein. Ja. Das sieht nach der Blumenfrau aus. Eine Möwe. Meins? 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 Hallo? Meins? Wieso kann ich das zum Beispiel nicht identifizieren? Okay, naja. Oh, Power-Up ist voll. Nice, gib Schub, kleine Rabine. Eine Rabine ist eine Mischung aus Rakete und Biene. Oh ja. Oh ja. Pollen ist gut. Oh ja. Aber ich werde mehr als das hier brauchen. Gut. Es gibt noch andere Bienen in der Nähe. Vielleicht können sie mir den richtigen Weg zeigen. Jäger und Sammler. Warte mal. Die sind wieder ready. Okay. Es gibt noch andere Bienen in der Nähe. Let's go. Let's fly. Whee! Was war das? Ja! Hi! Kalifornische Seelöwe.
Genau mein Game. Was haben wir jetzt? Hey, kennst du hier Jordan! Solche seltenen Blumen? Rede mit mir, Jordan! Sicher! Hast du Bock auf ein Rennen? Oh ja! Denkst, erzähl ich dir von den Blumen! Ja dann. Verfolgen. Fang die andere Biene, versuche die farbigen Ringe nicht zu verpassen, achte unterwegs auf Hindernisse und Power-Ups. Ja, meine Frage ist, muss ich sie einholen oder nur verfolgen? Weil ich habe ja verstanden, ich soll sie schlagen im Rennen. So, dann let's fetz. Ui. Oh! Oh Gott, wo bin ich? Da bin ich. Gib mir Schubrakete. Oh, guck mal, schon 4 Meter. Darf die Power-Ups nicht verpassen. 3 Meter, 2 Meter. Gutes Rennen. Du hast sie erwischt. Du hast mich erwischt. Oh, habe ich. Dankeschön. Es gibt echt epische Blumen in der Tropenzone. Danke, Jordan. Danke. Tropenzone. Und hör zu. Es gibt viele schnelle Bienen im Park. Mhm. Wenn du bereit für eine Herausforderung bist, werden sie mit dir gerne ein Rennen veranstalten. Okay, dankeschön. Danke für die wertvolle Information. Wir wollen in die Tropenzone. Schmetterling. Ich sehe uns auch in der Tropenzone. Hi. Fantastisch. So. Was? Ein Ara! Ich muss dich identifizieren. Warum? Warum? Los! Ich will dich im Glossar! Achso, ich war zu nah dran. Hellroter Ara. Wow, was für ein toller Ort. In der Tat. Und ich kann die Blumen schon riechen. Achso, sammle 5 epische Blumen in der Blumenzone. In der Tropenzone. Episch war Rot. Oder. Dagegen gefahren. Jo. Hallo. Ich bin raus hier. So, bin raus. Blub. 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 Da bin ich dran vorbeigeflogen. Wissenspunkte. Erhalte Wissenspunkte, indem du Pollen sammelst, Aufgaben, Herausforderungen und Meisterleistungen erfüllst. Gib Punkte an, gib Punkte aus, um Tierstatuen. Was für immer da steht, 3D-Modelle oder so. Und neue Häute für deine Biene freizuschalten. So. Wo? Wo soll ich das machen? Early Access, Meisterleistung freigeschaltet. Ja, ja. Ja. Aber wie und wo? So, wir gucken hier uns noch mal ein bisschen um. Wenn wir schon mal hier sind. Wir haben den Ara jetzt identifiziert. Was bist du denn? Du bist auch ein Salamander, ein Feuersalamander. Hi. Ein Feuersalamander. Was bist du für ein Frosch? Ein Teichfrosch.
Okay. Wir werden, wenn wir zurückgehen, nicht mit leer... Eine Schildkröte! Eine afrikanische Sporenschildkröte. Was haben wir noch hier? Was guckt ihr euch an, Leute? Nicht so richtig was, ne? Oh! Hi! Bist du da dran? Oder auch nicht? Oder doch? Oder? Hallo! Hallo! Hab ich dich schon? Oh! Ich will dich identifizieren! Hallo! Streifenköpfige Bartagame. Okay. Den grünen Ar... weil ich dumm bin. Hör doch mal auf, so schnell zu fliegen. Den hier habe ich immer noch nicht. Vielleicht war ich einfach zu schnell bisher. Dann nicht. Die Libelle haben wir eben schon gemacht, ne? Oh, doch nicht. Herbstmosaik-Jungfer. Auch schöner Name. Hatten wir die schon? Ja, die hatten wir schon, ne? Aber wie geil, der sich einfach hier versteckt. Voll cool. So, haben wir noch irgendwas Tolles? Da hinten ist nochmal eine andere, vielleicht eine andere Schildkröte? Oh, eine Babyschildkröte. Ui. Hast du dich erschrocken? Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin nur die Simsebiene. Hallöchen. Okay. Wir verlassen den Tropenbereich. Das da hinten ist auch wieder tanzen, oder? Rot war tanzen? Eine Kampfherausforderung? Nee. Fand ich jetzt nicht so spannend. Kann ich den Hund identifizieren? Hi. Ich bin eine Biene. Was bist du? Ah! Nicht mein Freund. So, ich bin voll. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen ge- Ja, dann lass uns noch. Ich kann nicht schnell reisen! Puh. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Ja, dann gib mir Schubrakete. Möwe. Die Möwe will einfach nicht kennenlernen. So. Ich fliege schnell. Mal gucken, wie lange noch. Gleich das Blau weg. Gute Arbeit von mir. Ja. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Wir gucken uns gleich auch den Hirsch an. Ich will wissen, wie komme ich ins Glossar? Und die Wissenspunkte. Was ist mit unserem Baum passiert? Die Menschen haben seine Äste abgeschnitten. Schlimm? Kritisch? Vielleicht rettet das den Baum. Und wir können hier wohnen bleiben. Fliegen mit einer Geschwindigkeit von etwa 25 km/h. Was amtlich. Tschüss, Pollen. Ich habe echt viele Wissenspunkte, ne? Trophäenraum. Trophäen werden Tierstatuen freigeschaltet. Nähert sich dem Podium und akzeptiere den Preis. Ah. Und dann? Honigbiene. Archiv überprüfen. So.
Hier können wir das Archiv überprüfen. Wir haben auch keinen Grashüpfer. Oh, ich liebe es! Oh. Fantastisch. Wie man den Bienen hilft. Lass die Bienenstöcke in Ruhe. Das ist sehr weise. Willst du ein Hotel bauen? Und beim Bienenhotel ist auch super. Wir haben auch welche zu Hause. Für die Wildbienen. Gartenarbeit. Auch so eine Sache, wenn du den Rasen irgendwie eine Woche später mähst, also nur alle 2 Wochen anstatt einmal die Woche, kannst du die Bienen echt helfen. Sage nein zu Pestiziden. Okay. Okay, ich wollte doch hier freischalten für 0 Wissenspunkten. Möchtest du etwas kaufen, was nichts kostet? Auf jeden Fall. Eine Schnecke. Okay. Zurück. Zurück. Blumenfrauen. Mhm. Wir sind eine Familie.